Wir sind in Südspanien bei bestem Wetter und fahren heute die Ducati V4S Street Fighter. Gegenüber dem Vorgängermodell hat sich einiges getan. Man sieht es schon, was halt für mich auch super wichtig ist. Wir haben eine andere Farbe. So ein schönes Mattgrau erinnert so ein bisschen an Nardo Grey. In der Verbindung mit Mattschwarz sieht super geil aus. Natürlich für die S-Variante. Die normale Variante gibt es weiterhin in Rot. Gegenüber der normalen Version in Rot haben wir andere Felgen. Die Marchesini-Felgen kennen wir schon von der Panigale. Wir haben ein elektronisches Öhlins-Fahrwerk und eine Lithium-Ionen-Batterie, um noch mal ein bisschen Gewicht zu ersparen. So, jetzt können wir mal gucken hier, was bei der Karre alles so geht. Das macht so einen geisteskranken Spaß, dieses Motorrad. Das ist wirklich, also Handling, die ist so unglaublich agil, dass man sich denkt, man sitzt irgendwie auf einer kleinen und dann ziehst du am Gashahn und das Ding schießt aber mal so geisteskrank los. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also macht einfach nur Bock. Ein Stück hier erreicht. Das ist wirklich. Einmal fehlen da die Worte, wie viel Spaß das macht. Und dann bei dem Wetter natürlich. Ne? Wahnsinn. Jetzt gucken wir mal, was wir auf der Gegend gerade hier alles erreichen können. So, spät ans Gas. Scheitelpunkt nicht getroffen. Gehen hoch in Wheelie. Zweiter, dritter. Ist damit locker möglich, hier auf dem Andalusia Track. Ihr habt gesehen, das Bike macht Spaß ohne Ende. Liegt vor allem daran, dass wir ein sehr, sehr krasses Verhältnis zwischen Gewicht und PS haben. Das einzige Naked Bike mit über 1,0. Das bedeutet mehr PS als Kilogramm. Die Karre wiegt vollgetankt 197,5 Kilogramm, bringt aber 208 PS an Start. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ausgeliefert wird sie als Einsitzer, ähnlich wie bei der Panigale mit dem Heck, aber natürlich kann man Zusatzoptionen hier einen Sozius-Sitz und Sozius-Fußrasten dazu bestellen, sodass man die auch zu zweit nutzen kann. Ich mit meinen knapp 2 Metern passe hier richtig gut drauf,
kann mich schön dahinter verstecken und sitze auch besser als auf dem Vorgängermodell, weil der Tank nochmal angeglichen wurde. Wir haben hier eine andere Form, die ist aerodynamischer. Man kann sich in den Kurven besser festhalten, man hat mehr Grip und trotzdem ein höheres Volumen von 16 auf, ich glaube, 17 Liter Tankvolumen insgesamt. Die Winglets sind nicht nur zur Show, sondern bieten natürlich auch richtig Abtrieb, denn die Karre will immer hoch. Oh, ist das geil. Und jetzt achten wir aufs Dashboard. Das ist jetzt das gleiche, wie gesagt, wie von der Panni. Und da sieht was greift ein. Der Traction-Controller nicht gegriffen. Es schleudert einen auch ganz schön rum hier. Also, das ist echt auch nicht einfach, diese Strecke. Und ich muss sagen, also vom Gefühl her, muss ich mal wieder trainieren. Weil ich merke meine Arme so krass. Die hat so viel Power, wenn du nicht Anti-Wheelie 3, 4 hast, steigt die immer hoch und da bringen die Winglets ist extrem und sehen nicht nur richtig geil aus. Was man jetzt aus der Position nicht so gut sieht, ist die Schwinge, die wurde um 4 mm höher gesetzt, um ähnlich wie bei der Panigale so ein Anti-Squatting zu erzeugen. Das heißt, gerade beim Rausbeschleunigen aus der Kurve drückt sie sich nicht so ein, hat also dieses Anti-Squatting. Man kann besser rausbeschleunigen und wenn ihr auf meine Rennstreckendaten hier guckt, zu dem Dashboard, zu dem gehen wir auch gleich nochmal über, dann seht ihr, dass Traction Control auch sehr selten bis fast nie leuchtet, weil man so viel Grip beim Rausbeschleunigen hat. Also das hat mich wirklich umgehauen. Kommen wir zum angesprochenen Dashboard. Das Dashboard wurde übernommen von der Panigale und bietet jetzt einmal hier den Schaltblitz in grün, auf der anderen Seite in rot, dann sozusagen den Rev-Limiter, wenn man in den Umdrehungen zu hoch ist und zusätzlich zu dem Wet-Modus gibt es den Race-Modus jetzt mit dem Dashboard von der Panigale, sodass man natürlich alle Features hat und selbst bei der Fahrt so ein bisschen was rumstellen kann. Bedeutet alles in allem, ist die Karre sehr viel mehr rennstreckentauglich geworden. Natürlich sind wir immer noch auf einem Naked-Bike unterwegs und ihr habt es auf den Aufnahmen gesehen, wenn man mit 270, 280 auf der Geraden hinter dem Ding hockt, dann kommt einem ordentlich Wind entgegen, aber es fährt sich erstaunlich gut auf der Rennstrecke, wie quasi ein Superbike und ist halt ein sehr, sehr schöner Kompromiss, wenn man das Teil auf der Straße bewegen will, mit einer gemütlichen Sitzposition, einem schönen, aufrechten, breiten Lenker, aber auch auf der Rennstrecke sehr sportlich sich so ein bisschen betteln will, weil ich glaube, das ein oder andere Supersportbike kann man auf jeden Fall damit abziehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video aus dem kalten Hamburg.